Wir machen heute ein kleines Screening. In dem Fall hinter mir findet die Ausdauerdiagnostik statt, wo wir die aerobe Kapazität der Jungs gerade heute mal bestimmen. Wir sind jetzt quasi in der Mitte der Saison. Es ist einfach eine Standortbestimmung. Es zeigt uns einerseits, wie die Jungs sich entwickelt haben, wie sie auf das allgemein, auf das Training reagiert haben, auf die Spielfrequenz. Wir haben gerade einen sehr guten Zeitpunkt, weil wir nach der Marketingreise jetzt aus Japan relativ ausgeruht in die neue Trainingswoche nächste Woche starten können. Und daher ist dieser Zeitpunkt gerade sehr optimal gewesen. Im Endeffekt geht es jetzt nicht immer darum, auch die Spieler immer weiter zu verbessern, sondern einfach zu sagen, okay, was brauchen wir in welchem Bereich, in dem Fall im Rahmen der Ausdauer an Kapazität, um zum Beispiel 3 Spiele die Woche bestreiten zu können. Und dort nehmen wir 2 Parameter. Das eine ist dann die Atemgasanalyse und das andere sind dann Blutparameter, die dann einfach an verschiedenen Punkten und an unterschiedlichen Geschwindigkeiten bestimmt werden und uns die Rückmeldung geben, wie der Körper auf Belastungen dann reagiert und wie er sie verarbeitet.